In der Schweiz ist der Pestizidverbrauch mit 4,5 Kilo pro Hektar doppelt so hoch wie in den Nachbarländern Deutschland und Österreich. In der Schweiz entstehen durch den Pestizideinsatz Folgekosten in dreistelliger Millionenhöhe, und zwar in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und der Landwirtschaft. Als ich vor 3 Jahren mit dem Golfspielen angefangen habe, ist mir aufgefallen, dass der Pestizideinsatz doch verhältnismäßig hoch ist auf den Greens. Und als Umweltingenieur habe ich das hinterfragt und habe nach Lösungen gesucht, wie man dort eventuell Sachen verbessern könnte. Als enthusiastischer Golfer hat mich natürlich interessiert, wie hat man das früher gemacht. Golf wird seit 600 Jahren gespielt und bin dann in historischen Aufzeichnungen darauf gestoßen, dass die Greens früher oft mit Kompost gepflegt worden sind. Und da mein Kollege gerade einen Versuch mit der aeroben Kompostextraktion gemacht hat, haben sich unsere Wege da gekreuzt und wir haben überlegt, was können wir da machen. Das ist der Extraktor, unser erster Prototyp, zum Komposttee zu produzieren. Wir haben ihn gefüllt mit Wasser, jetzt ist er gerade im Betrieb. Man kann oben ganz einfach zugänglich den Kompost reingeben und Zusatzstoff. Und nachher hier wieder verschließen. Und Luft kommt nachher von unten her dazu, von dieser Pumpe. Und tut eigentlich das Wasser schön heben und mit Sauerstoff anreichern. Es kommt in die Rohre rein und erzeugt einen schönen Strudel, der auch noch eine grosse Oberfläche hat, wo viel Sauerstoff dazukommt, um Bakterien zu vermehren. Der Vorteil von Komposttee ist folgender. Im Gegensatz zur Chemie, wo nur ein Molekül krankheitsunterdrückend wirkt und sich dort schnell Resistenzen bilden könnten, ist im Komposttee eine Vielzahl von Mikroorganismen drinnen, die eine Vielzahl von Stoffwechselprodukten produzieren, die krankheitsunterdrückend wirken. Also jetzt haben wir hier den Komposttee in 600-facher Vergrößerung. Und hier kann man gut erkennen, die verschiedenen Größen und Formen der Organismen. Das heißt, sprich, es ist eine hohe Diversität vorhanden, eine große Aktivität vorhanden. Genau, und je größer die Aktivität und Diversität, desto größer ist die potenzielle Wirkung gegen Krankheiten und Schädlinge. Mein Kollege, der war dann eigentlich der Schlüssel dazu, der zum einen die Idee der historischen Bewirtschaftung mit Kompost und die Kompostextraktion zusammengebracht hat. Ich habe mir dann überlegt, wie kann ich das in meinem Masterstudium verpacken. Ich möchte mich mit der Thematik beschäftigen. Wie können wir daraus irgendwie ein Produkt oder einen Beitrag für den Golfplatz leisten? Danach habe ich hier am Golfpark angefragt und die Möglichkeit erhalten, das Experiment unter realen Bedingungen durchzuführen. Das Experiment sah so aus, ich habe ein Puttinggrün in verschiedene Parzellen unterteilt und dort verschiedene Kompost-Tee-Behandlungen durchgeführt. Die Versuchsfläche ist heller geworden. Was positiv ist, ist, dass der Krankheitsdruck etwas reduzierter war, also die Krankheitsfläche etwas kleiner waren. Also von meiner Meinung ist das Grüne viel, viel angenehmer zum Spielen. Die Bälle rollen viel, viel ruhiger über den Boden und dadurch kann man natürlich eher lochen, was wir alle als Golfer erreichen wollen. Wir als junges Unternehmen, wir sind davon überzeugt, dass das, was hier auf dem Green funktioniert, auch im Rebbau, im Gemüsebau, im Obstbau oder im Getreidebau funktioniert, weil dort dieselben Schaderreger Krankheiten auslösen. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, eine ökologische, nachhaltige Alternative ohne Auswirkungen auf die Umwelt anzubieten.